Minecraft x Fortnite.exe. Als die Kooperation zwischen Minecraft und Fortnite zum Albtraum wurde, seltsame Ereignisse, gruselige Mythen und das düstere Ende einer bisher noch unbekannten Partnerschaft. Und damit herzlich willkommen zu diesem besonderen Video. Ich dachte mir, heute kommt mal etwas komplett Verrücktes, aber auch gleichzeitig etwas richtig Cooles. Eine Creepypasta zwischen Fortnite und Minecraft, zwischen zwei Spielen. Übrigens, Leute, habt ihr beim letzten Video so viele coole Creepypasta-Ideen geschrieben, dass ich gar nicht hinterherkomme und gar nicht weiß, was das Beste ist. Da waren so viele, ich könnte so viele Videos daraus machen. Schreibt also noch mehr und noch bessere Ideen in die Kommentare, Leute. Meinetwegen könnt ihr auch eure Idee einfach nochmal schreiben. Bedenkt aber, ich kann nicht jede Geschichte nehmen. Deshalb muss eure Geschichte mich extrem überzeugen. Schreibt also ein paar Stichpunkte von eurer Idee in die Kommentare und ich forme daraus, falls ihr Glück habt, eine Geschichte und ich erwähne euch dann natürlich auch, sollte eure Geschichte drankommen. Leute, und natürlich nicht vergessen zu liken, denn ich bin ein kleiner YouTuber und damit würdet ihr mich so extrem unterstützen. Kuss geht raus. So, und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dieser verrückten Geschichte. Was ist, wenn ich euch davon erzähle, dass ihr Steve als Skin in Fortnite spielen könntet? Was, wenn ich euch erzähle, dass es Minecraft-Dörfer auf einer Fortnite-Map geben könnte? Und was, wenn ich euch sage, dass dies gar nicht so weit von der Realität entfernt ist, wie ihr zunächst denkt? Was sich wie einer der verrücktesten Crossover, die es jemals in der Videospielbranche gegeben hat, anhört, war tatsächlich die Realität. Mein Name ist Tim und ich arbeite bei Fortnite. Ich bin vor allem daran beteiligt, Kooperationen für Fortnite zu organisieren und sie umzusetzen. Es war also ein normaler Mittwochmittag und ich führte mit meinen Kollegen wie jeden Morgen eine Sitzung. In dieser Sitzung sprachen wir eben immer über mögliche Partnerschaften und Umsetzungsideen. Beispielsweise, dass man eine Kooperation mit Marvel macht und ein Thanos-Spielmodus hinzufügt. An diesem Tag war die Stimmung etwas anders, denn bei unserem Brainstorming ist nichts Gutes bei rumgekommen. Irgendwie waren heute alle unkreativ. Da wir also alle am Ende unserer Fantasie angekommen sind, schlug ein Kollege eine Idee vor. Wir alle überlegen uns die dümmsten und komischsten Kooperationen für Fortnite. Es war also irgendwie ein Spiel, um unser Gehirn etwas aufzuwärmen, mit blöden Ideen. Der eine rief also McDonald's, der andere hatte die Idee, mit SpongeBob zu kooperieren. Stellt euch das mal vor, ihr läuft durch die Map und seid dabei SpongeBob und killt damit Spieler. Es wurde immer komischer und dümmer. Es war aber tatsächlich relativ lustig und wir alle hatten unseren Spaß. Jede Idee war bescheuerter als die andere. Doch dann kam ich mit dieser einen Idee, was wohl später einer der größten Fehler in meiner Karriere sein würde. Ich erzählte also, was wohl wäre, wenn man einer der erfolgreichsten Spiele miteinander verbindet und schlug damit auch Minecraft vor. Jeder lachte zunächst, selbst ich lachte, so bescheuert war diese Idee. Doch plötzlich hörten alle auf zu lachen und es wurde ernst. Ein Kollege schaute mich an und sagte, du bist ein Genie, Tim. Nach einigen Gedankengängen fand ich diese Idee gar nicht so bescheuert. Tatsächlich wäre das ein sehr interessantes Crossover. Natürlich war das auch etwas komisch, da Minecraft nur aus Blöcken besteht. Jedoch war dieser Gedanke, dass ein Blockcharakter durch die Fortnite-Map läuft und Spieler killt, recht amüsant. Wir beendeten also die Sitzung mit der Aufgabe, dass wir Microsoft kontaktieren. Ich setzte mich also an meinen Arbeitsplatz und rief die Abteilung für Kooperationen bei Minecraft an. Ich rief an und meine ersten Worte waren: Guten Tag, Tim Smith von der Fortnite-Abteilung für Kooperationen. Ich wollte, und bevor ich überhaupt weiterreden konnte, sagte die Person auf der anderen Seite des Hörers, ihr seid völlig wahnsinnig. Jetzt auch noch mit Minecraft? Komischerweise klang er jedoch ziemlich positiv. Jedoch dachte ich, er würde gleich auflegen und denken, dass wir komplett gestört sind. Kurz darauf sagte er aber, dass diese Idee absolut verrückt ist, aber genauso geil. Er teilte mir also mit, dass er noch einige Besprechungen machen muss und mich dann kontaktieren würde. Es sind also einige Tage vergangen, bis ich dann einen Anruf bekam.
Mir wurde mitgeteilt, dass Minecraft dabei sei und Lust auf eine Kooperation hätte. Jedoch wollten sie nicht nur Skins und Accessoires, sondern sie wollten eine ganze Season, die sich mit Minecraft beschäftigt. Sprich, Missionen mit Minecraft-Mobs und auch eine Map, die größtenteils aus Blöcken und Minecraft-Strukturen besteht. Wir sagten zu und fanden die Idee sehr aufregend. Die Tage daraufhin trafen wir uns auch und haben alles wochenlang geplant. Wir sind also zum folgenden Entschluss gekommen. Es würde Minecraft-Fallschirme geben, Minecraft-Spitzhacken und Rucksäcke bestehend aus Minecraft-Mobs, zum Beispiel einen Creeper-Rucksack. Außerdem würde der Alex und der Steve-Skin eingeführt werden. Die krasseste Änderung war jedoch die Map. Wir wollten einige Orte wie Tilted Towers oder Tomato Temple komplett aus Minecraft-Blöcken bauen. Außerdem würden die Fortnite-Kisten mit Minecraft-Truhen ersetzt werden und die Schildtränke mit blauen Minecraft-Potions. Außerdem hatten wir geplant, Minecraft-Strukturen einzufügen, wie ein Minecraft-Dorf, eine Pyramide, ein Dschungeltempel und sogar ein End-Dungeon. Der Plan stand also fest. Jetzt fehlte nur noch die Umsetzung, an der wir uns alle direkt rangesetzt haben. Es sind also einige Wochen vergangen und wir machten zusammen einen guten Fortschritt. Die zwei Skins wurden bereits hinzugefügt, als auch einige Strukturen. Zum Beispiel Tilted Towers bestand komplett aus Minecraft-Blöcken oder ein Dorf aus Minecraft in der Nähe von Loot Lake. Diese Alpha-Version der neuen Season sendeten wir also schon einigen Testspielern, um einfach ihre Meinung zu erfahren, wie eben das Gefühl ist, auf einer Fortnite-Map zu spielen, die auch irgendwie mit der Minecraft-Welt verschmolzen ist. Es waren insgesamt 20 Testspieler, wovon die meisten auch sehr überzeugt waren. Jedoch waren auch einige Spieler absolut sauer, da das Ganze irgendwie nicht funktioniert hatte oder irgendwie seltsam war. Als sie daraufhin fragten, was genau seltsam ist, meinten sie, dass zum Beispiel bei Tilted Towers andauernd ein weißer Enderman ist. Dieser würde sich die ganze Zeit herumteleportieren, Kisten klauen, Blöcke klauen, als auch Spieler klauen. Sprich, sie entführen Spieler und teleportieren sie ca. 200 Meter weiter weg. Das hat diese Testspieler eben sehr sauer gemacht und meinte, dass wir mit dieser Methode das Spiel ruinieren würden. Das Einzige, was ich empfand, war absolute Verwirrung. Wir hatten nichts von einem White Enderman besprochen. Außerdem, ein weißer Enderman? Die sind doch eigentlich schwarz und haben lilane Augen. Wieso ist dieser weiß und hat grüne Augen? Und warum ist dieser auch so aggressiv und wieso interagiert er überhaupt mit Spielern? Als wir daraufhin das Minecraft-Team fragten, meinten sie, dass sie gar nichts davon wissen und es vermutlich nur ein Bug ist. Sie versuchten das Problem also so schnell wie es geht zu beseitigen. Es sind also wieder einige Wochen vergangen und wir waren so gut wie fertig. Alles, was geplant war, hatten wir umgesetzt. Hin und wieder gab es aber immer wieder komische Erscheinungen, wie ein Mann mit einem Anzug und einer roten Maske oder ein Steve ohne Gesicht, der langgezogen ist. Irgendwie fand man immer wieder seltsame Erscheinungen. Jedoch war das wohl immer wieder ein Texturenbug oder so. Um ehrlich zu sein, erschien mir das Minecraft-Team auch etwas merkwürdig, jedes Mal, wenn ich so einen Bug angesprochen hatte. Jedoch schätzten wir die Zusammenarbeit. Die Season war also so gut wie fertig. Jetzt fehlten nur noch die letzten Feinschliffe und die Testspieler, die das Spiel eben spielen, um zu schauen, ob es Bugs gibt oder weiteres. Wir verschickten also an 100 Testspielern die Datei namens minecraftxfortnite.exe. Dies war also eine Testdatei, um die Season zu spielen. Wir bekamen nach einigen Minuten und Stunden extrem gute Resonanzen von den Testspielern und einige meinten sogar, das wäre die beste Season, die es jemals gab. Als auch die verrückteste. Sie hatten einfach extrem Spaß, mit den Villagern in Dörfern zu interagieren oder Dungeons zu betreten und diese auch zu looten. Außerdem wurde uns auch berichtet, dass es richtig cool sei, als Steve herumzuschießen. Circa 70% teilten genau diese Meinung. Jedoch gab es auch einige Spieler, die eine etwas andere Meinung hatten. Einige Spieler meinten, dass ihr Steve-Skin plötzlich weiße Augen hatte und sich umgedreht hat. Sprich, den Spieler, der vor dem Monitor ist, angeschaut hat. Das war ziemlich verstörend und gruselig für diese Spieler. Dieser Steve mit den weißen Augen wurde an sich auch mehrmals auf der Map gesichtet, wie er Spieler beobachtet hat. Jedoch hatten wir nie einen Steve als NPC eingebaut, vor allem nicht mit weißen Augen.
genauso wie ein Minecraft-Skin mit einem weißen Anzug oder eine komplett schwarze Figur. Wir bekamen relativ viele Meldungen von seltsamen Skins, die einen aus der Ferne beobachten. Bei einem Spieler war es sogar so, dass er umgedrehte Pyramiden fand oder irgendwelche Tunnel. Umso mehr die Testspieler das Spiel gespielt hatten, umso schlimmer wurde es. Sichtungen von seltsamen Figuren tauchten immer häufiger auf. Es wurde von immer mehr Angriffen auf die Spieler berichtet. Einige Spieler haben sogar davon berichtet, dass zum Beispiel alle Villager im Dorf verschwunden sind und das sogar öfter. Es war ein absolutes Dilemma. Irgendwann war es sogar so weit, dass beide Skins permanent weiße Augen hatten. So gut wie alle Testspieler berichteten uns von solchen komischen Erscheinungen. Es gab Explosionen aus dem Nichts, Teile der Map seien verschwunden oder eine seltsame Struktur namens Farlands tauchten am Rand der Map auf. Ich rief also ziemlich wütend das Minecraft-Team an und fragte, was das soll. Die neue Season sollte bald rauskommen und alles geht schief. Sie erzählten uns, dass Minecraft leider viele Gegner hat, genauso wie Mythen und Legenden, die in Minecraft leben. Anscheinend wollen sie auch nur in Minecraft bleiben und wollen deshalb nicht zulassen, dass die Minecraft-Welt mit einer anderen interagiert. Sie erzählten von einem Herobrine, einem Entity 303, einem Null und einem Longleg Steve, genauso wie ein White Enderman oder weitere Mythen. Genau all diese Mythen wurden auch auf dieser Fortnite-Map gesichtet. Diese ganzen Mythen arbeiteten irgendwie alle zusammen, um die Kooperation aufzuhalten. Ich hielt das alles für Quatsch und war immer noch der Überzeugung, dass wir diese Kooperation weiter fortführen würden, als ob ich an Geister glaube oder irgendwelche Mythen. Nach ca. 9 Tagen hatten wir dann so gut wie alle Probleme gelöst und hatten all diese Mythen ausgelöscht. Als ich dann eines Tages persönlich das Spiel testen wollte, startete ich eine Runde. Und in den ersten Minuten schien auch alles normal zu sein. Doch einige Zeit später erschien wieder dieser Herobrine. Er lief auf mich zu und schaute mich für 2 bis 3 Minuten einfach nur an, bis plötzlich eine Sprechblase erschien. In dieser Sprechblase war nur eine Botschaft. Sie hieß: Nein. Kurz darauf ist das Spiel auch abgestürzt und meine Minecraft x Fortnite.exe Datei ist verschwunden. Ich fragte andere Mitarbeiter, ob sie mir die Datei senden könnten, doch niemand hatte sie. Dann fragte ich das Minecraft-Team und sie sagten ebenfalls, dass jede einzelne Minecraft x Fortnite.exe Datei verschwunden sei. Das bedeutet also, dass diese Mythen die Datei für alle Male gelöscht hatten. Genauso wie alle Backups oder sonstiges. Alles war weg. So als hätte es diese Kooperation nie gegeben. Es gab also nur eine Möglichkeit. Und zwar akzeptieren, dass die Mythen gewonnen haben. Wir haben uns also entschlossen, die Kooperation abzubrechen. Und somit würde eine Minecraft-Fortnite-Kooperation niemals stattfinden. Und das war's jetzt auch mit diesem Video. Alle, die bis hierhin geschaut haben, schreibt mal Hashtag für Fortnite in die Kommentare, damit ich sehen kann, wer zum Schluss geschaut hat. Natürlich gebe ich dann jedem, der diesen Kommentar geschrieben hat, auch ein Herz. Schreibt auch mal außerdem eure Meinung in die Kommentare zu solchen verrückten Ideen. Gefällt euch sowas, wenn ich komplett übertreibe, oder findet ihr, dass das schon ein bisschen zu viel ist? Schreibt es also auf jeden Fall in die Kommentare, vielleicht fällt euch ja etwas noch Verrückteres ein. Gebt dem Video natürlich auch eine positive Bewertung, um mir zu zeigen, dass euch das Video gefallen hat und ihr würdet mich damit extrem unterstützen, da ich eben noch kein großer YouTuber bin. Abonniert natürlich den Kanal, um nichts zu verpassen und um mich zu supporten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!